Ich komme nun zu einem Mann, den man spätestens seit Corona und seiner medialen Dauerpräsenz wirklich keinem in diesem Lande mehr vorstellen muss. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Karl Lauterbach, auf unserem Ludwig-Erhard-Gipfel. Sagen Sie mal, lieber Herr Professor Lauterbach, Sie wirken inzwischen für viele so ein bisschen wie die Greta der Pandemie als Obermahner der Nation. Wie fühlen Sie sich dabei? Gemischt, muss ich sagen. Also ich mahne ja nicht nur, sondern ich gebe immer auch Lösungsvorschläge. Und denke ich ja mal, das ist eine Aufgabe, die man als Epidemiologe und als Gesundheitspolitiker auch hat. Die Warnungen dürfen aber nicht überzogen sein. Das muss stimmen. Man muss sagen mal den richtigen Ton finden. Von daher alles gut. Und ich begleite uns ja jetzt auch aus der Pandemie heraus. Also wenn es positive Nachrichten gibt, bin ich der Erste, der die gerne verkündet. Aber trotzdem, diese Dauerbeschäftigung mit psychisch so belastbaren oder so belastenden Themen, was hat das mit Ihnen persönlich gemacht? Wir haben ja Umfragen, dass 80% in Deutschland psychische Beschwerden inzwischen angeben, dass jeder Dritte aufgrund von Angst und Einsamkeit depressiv sei. Wie viele Politiker sind inzwischen depressiv? Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, wir sind ja nicht von der Einsamkeit betroffen. Wir sind ja umgeben von Menschen und wir haben auch also eine sehr privilegierte Situation. Und somit also ist die Situation von Politikern mit den also vielen Problemen, die einfache Menschen haben, nicht vergleichbar. Da darf man auch die eigene Situation nicht überhöhen. Das ist kein schönes Jahr in Teilen für alle von uns gewesen, aber wir sind schon in einer vergleichsweise guten Lage. Mich hat sehr beeindruckt letzte Woche der Satz von dem jungen Union-Vorsitzenden Tilman Kuban, der gesagt hat, mit Blick auf die Impfpriorisierung, es kann doch nicht sein, dass im Sommer die Rentner am Strand liegen und die Jugend immer noch zu Hause eingesperrt ist. Sie haben selbst 5 Kinder, Herr Professor Lauterbach. Sind die nicht langsam genervt von Ihrer Strenge? Ja, über die Kinder möchte ich öffentlich nicht sprechen, das ist klar. Aber es ist verständlich, was Herr Kuban gesagt hat, ist aber auch nicht ungefährlich. Ich finde den Satz daher nicht ganz so also hilfreich, weil das spart ja ein bisschen. Also wir bevorzugen die älteren Menschen ja jetzt bei der Impfung. Die werden ja priorisiert, nicht weil also wir denken, die haben mehr Wert, sondern weil wir es müssen, weil sie das höhere Todesrisiko haben. Es gibt jetzt wieder eine ganz wichtige Studie von Matt Keeling, einem berühmten also Epidemiologen und Modellierer aus England, hat noch einmal gezeigt, wie viele Menschenleben es tatsächlich rettet, wenn man die Älteren und diejenigen, die Risikofaktoren hat, zuerst impft. Also das ist einfach die klar dominante Strategie, drum machen wir das. Und also so ein bisschen, also jetzt die eine Gruppe gegen die andere zu spielen, das hilft nicht weiter. Wie kann ich mir den Alltag bei Ihnen zu Hause in Pandemiezeiten vorstellen, Herr Professor Lauterbach? Gurgeln Sie täglich mit Asthmaspray einen Teil der Viren weg? Nein, also ich gurgle gar nicht. Ich bin also im Gegensatz zu Jens Spahn kein Gurgler, sondern also ich versuche in den Tag reinzukommen, indem ich mich erstmal informiere, was ist neu, was gibt es an Neuigkeiten und so weiter und so fort. Komme langsam rein, telefoniere ein bisschen rum und also ich arbeite dann aber über den Tag sehr lange in dem Sinne. Typischerweise bin ich ja Nachtarbeiter, das habe ich auch öffentlich gemacht. Und der Tag ist halt strukturiert, aber ich gerate nicht also in Hektik. Und was haben Sie eigentlich für ein Hobby und wann haben Sie das zuletzt ausüben können? Ich habe eine Reihe von Hobbys. Also ich lese sehr gerne. Ich höre Das ging auch in Pandemiezeiten. Ich höre gerne Podcasts. Ich habe also telefoniere sehr gerne mit Freunden. Ich treffe natürlich gerne auch Freunde, wenn ich andere Möglichkeiten habe. Bekannterweise also spiele ich auch gerne Tischtennis, ich mache sonst gerne Sport. Also so eine Mischung. Da ist auch 1,50 Meter Abstand eingehalten. Ja, das war jetzt, die Wettkämpfe waren jetzt allesamt unterbrochen, das ist so gewesen. Klar. Aber es wird wieder zurückkommen, hoffe ich. Bei all Ihren zwangsläufig im letzten Jahr schlechte Laune-Prognosen, von denen man ja zugeben muss, dass viele leider auch dann durch die Realität eingeholt wurden, habe ich doch meinen persönlichen Lieblingssatz bei Ihnen gefunden. Und der lautet, der Sommer wird gut. Was ist also Ihre Prognose für diesen Endpandemie-Sommer? Ich glaube, für die allermeisten, und wir dürfen diejenigen nicht vergessen, die, sage ich mal, Menschen verloren haben oder die chronisch krank geworden sind durch Long-Covid, wenn man die einmal ausnimmt, für die allermeisten wird das ein sehr guter Sommer werden. Weil das ist ein Sommer der Befreiung, wir haben das geschafft, wir schaffen das jetzt. Man darf den Tag nicht vor den Abend loben, aber so ist es. Also den Sommer nicht, also bevor gekommen ist.
Aber die deutliche Zunahme der Impfgeschwindigkeit, die wir jetzt haben, und also der Rückgang der Infektion, auch die Notbremse, das hat alles gewirkt. Somit gehe ich davon aus, dass wir, also wir sind jetzt schon in einem leicht exponentiellen Sinken der Fallzahlen begriffen. Das wird sich aber noch deutlich beschleunigen. Der R-Wert wird noch weiter absinken. Ich denke, dass so Ende Mai, Anfang Juni wir sehr viel niedrigere Zahlen haben und vielleicht auch unter die 50 kommen in vielen Plätzen. Somit wird es ein guter Sommer werden. Ende Mai, Anfang Juni, das heißt in 14 Tagen können wir Grillpartys der Geimpften. Die Grillpartys der Geimpften sind ja jetzt schon also an vielen Plätzen erlaubt, das ist ganz klar. Wir haben die Rechte der Geimpften ja zurückgegeben, wenn man so will. Die waren ja eingeschränkt, also weil es nicht anders ging, weil wir nicht genau wussten, ob Geimpfte noch ansteckend sind oder nicht. Das zeigt sich jetzt immer mehr, dass sie kaum mehr ansteckend sind. Sie können noch jemanden anstecken, aber nicht wirklich häufig und sie sind keine Superspreader mehr. Somit also sind die Grillpartys bei den Geimpften jetzt schon also möglich. Und die Ungeimpften sind noch etwas eingeschränkt, die können aber Geimpfte dazugeben, nehmen. Wovor ich warnen möchte, was nicht schön ist, wenn jetzt, sagen wir mal, wofür ich gar kein Verständnis habe, muss ich offen sagen, wenn es Menschen gibt, die jetzt drängeln und also sich impfen lassen, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind. Es sei denn, das passiert mit Impfstoffen, die nicht priorisiert sind, Astra, Johnson & Johnson. Aber diejenigen, die jetzt sich vordrängeln, weil sie Party machen wollen oder Urlaub machen wollen, das kann ich gut verstehen, aber es ist nicht fair. Weil wir haben noch große also Segmente in der Bevölkerung, die nicht ausreichend mit dem Stoff versorgt sind, die im Risiko stehen. Und haben wir zu dieser Zahl der Vordrängler tatsächlich eine belastbare, also eine belastbare Zahl? Ist es das gibt so ein paar Gruppe? Auswertungen in Hamburg, in Berlin gibt es ein paar Auswertungen. Aber ich kenne es auch aus dem eigenen Umfeld. Ich bin ja auch Impfarzt in Leverkusen und also es ist schon also ein Problem, muss man sagen. Ich möchte das nochmal sagen, es ist wirklich vollkommen unsolidarisch. Wir haben hier lange zusammengestanden und wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die jetzt noch immer, wir haben noch immer 30% der über 60-Jährigen, die nicht geimpft sind, das sind die, die im Risiko stehen. Viele Menschen mit chronischen Erkrankungen der Altersphase 40 bis 60 sind noch nicht geimpft. Daher die Impfdrängelei ist unfair, das darf nicht passieren. Herr Professor Lauterbach, die Fliege war lange Ihr Markenzeichen. Dann wurde es jetzt seit einem Jahr der erhobene Pandemie-Zeigefinger. Was kommt danach? Das also wird sich zeigen, es geht immer weiter. Aber die Fliege war aus der Zeit gefallen. Ich bin froh, dass ich die Fliege abgelegt hatte. Sie hat mir viele Jahre lang Spaß gemacht. Aber irgendwann dachte ich, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Und der erhobene Finger, den habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so oft benutzt. Aber tatsächlich ist es so, ich bin auch dankbar, wenn wir uns alle gut von dieser Krise erholen, wenn wir gut da durchkommen. Sie sind nach den neuesten Umfragen der beliebteste SPD-Politiker. Warum profitiert die SPD davon nicht stärker? Zunächst einmal, also wie die SPD zum Schluss profitiert, also zur Wahl hin, das wird sich im September zeigen. Das ist ja noch eine lange Strecke. Wir haben ja und mit mir angefangen. Wir haben ja wirklich also in den letzten Monaten auf Wahlkampf verzichtet. Das war für einige der Oppositionsparteien war es leichter, aber ich glaube, wenn man in Regierungsverantwortung ist, auch wenn man den Regierungsparteien angehört im Parlament, dann kann man in der Sache schon mal kritisch sein. Das war ich ja auch häufig, aber man darf keinen Wahlkampf machen. Und somit also hoffe ich, dass die Partei noch profitiert und gehe auch davon aus, weil Olaf Scholz ist ein sehr starker Kanzlerkandidat, hinter dem wir uns alle versammelt haben. Ich glaube, die Partei stand nicht häufig so klar und eindeutig hinter einem Kandidaten, wie sie es jetzt tut. Und ich hoffe daher für die SPD auch auf einen super Sommer. Und erwarten Sie, dass Ihre Partei jetzt im Wahlkampf den eigentlichen Konkurrenten, die Grünen, mehr angreifen wird? Ich glaube, dass es immer gut ist für Ideen und also für eigene Perspektiven zu kämpfen. Ich halte sowieso nicht so viel davon, dass man sich abarbeitet an dem, was andere vermeintlich nicht können. Das mag der Wähler selbst einzuschätzen, aber man muss für etwas stehen und das muss in den nächsten Monaten klar sein. Also nicht gegen wen wir stehen, sondern für was wir stehen und für was wir auch Politik machen. Und für Sie wären das welche drei Kernthemen, mit denen Sie in den Bundestagswahlkampf ziehen wollen? Also ich glaube, dass es ganz klar ist, dass es also in Deutschland große Gerechtigkeitslücken gibt. Die haben sich in der Pandemie noch einmal gezeigt. Es gibt sehr viele Menschen, die haben quasi unter Risiko, also waren wenig geschützt, hart arbeiten müssen, sind kaum über die Runden gekommen. Also wir haben in Deutschland schon eine Ungleichheit bei den Löhnen.
und auch bei der also Sicherheit der Arbeitsplätze, dass es viele gegeben hat, die sind so gerade über die Runden gekommen, denen ist jetzt nochmal deutlich schlechter geworden, gegangen. Somit also die Ungleichheit ist ein wichtiges Problem. Zum Zweiten, wir müssen aber auch den Wohlstand, den wir haben, nicht nur erhalten, sondern ausbauen. Und wenn man das machen will, also dann muss man modern sein. Wir sind ein Land, was von Ideen lebt. Wir haben Top-Grundlagenwissenschaft, wir haben aber die Verankerung, die Verzahnung mit der also Industrie und auch mit angewandter Wissenschaft in vielen Teilen nicht so geschafft. Das zeigt sich jetzt auch, wenn man die Pandemie betrachtet. Wir haben also, sagen wir mal, bei den Impfstoffen haben wir großartige Grundlagenforschung gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es auch wiederum so, dass im Bereich der klinischen Forschung, Startups und so weiter, da hätte mehr passieren können im Vergleich zu anderen Ländern. Also wir müssen einfach das Wohlstandserhaltungsprogramm über Modernisierung hinbekommen. Und die dritte Aufgabe, die ist mindestens so wichtig wie Aufgabe 1 und 2, ist die Bewältigung des Klimawandels. Wir müssen da unseren Beitrag leisten. Ich stimme nicht denjenigen zu und möchte hier keine Namen nennen, also auch nicht den Namen von Friedrich Merz, aber ich stimme nicht denjenigen zu, die sagen, Deutschland hat nur 2% am Klimaausstoß und auf uns kommt es nicht an. Auf uns kommt es sehr wohl an in zweierlei Hinsicht. Also wir sind am CO2-Ausstoß weltweit überproportional vertreten. Und zum Zweiten, also unsere Wirtschaft wird darauf angewiesen sein, dass wir den Wandel in eine CO2-neutrale, moderne Industriepolitik früh schaffen. Davon wird unsere Wirtschaft, unser Wohlstand wird davon abhängen. Somit also sehe ich den Klimawandel als also eine Herausforderung, aber auch eine Möglichkeit. Denn wenn die besonders gut sind, dann kann Deutschland also... Das geht nicht darum, sind wir das Vorbild im Sparen, sondern sind wir das Vorbild im schnellen Umstellen der also Ökonomie auf erneuerbare Energien und können wir unseren Wohlstand vielleicht sogar ausbauen, indem wir Klimawandel und Modernisierung verbinden. Wenn ich auf Ihren ersten Punkt zu sprechen komme, diejenigen, die zu wenig für ihre Arbeit bekommen, da hatten wir sehr deutlich und krass vor Augen geführt im letzten Jahr den eklatanten Missstand im Pflegebereich, auch was die Bezahlung angeht. Natürlich deswegen auch zu wenig Arbeitskräfte, die diesen wichtigen Beruf als für sich auch lukrativ angesehen haben. Sie sind der Gesundheitsexperte der Regierungspartei SPD. Sie sagen auf der anderen Seite eben, Sie möchten niemanden angreifen, Sie möchten lieber positiv die Dinge akzentuieren. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die SPD damit in der Großen Koalition für Sie nicht sehr erfolgreich, wenn man den Umfragewerten soweit glauben darf, gefahren ist. Die Frage, beides verbunden, warum haben Sie nicht längst als Gesundheitsexperte der SPD gegen diesen eklatanten Missstand im Pflegebereich dann mehr getan? Das haben wir ja immer gemacht. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Koalitionsverhandlungen bei der letzten Koalition, die wir jetzt gemacht haben. Da habe ich ja mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Andrea Nahles, Hermann Gröhe damals, haben wir darüber verhandelt. Und es ist auch einiges erreicht worden. Die SPD hat damals zum Beispiel erreicht, dass die Pflege, was viele nicht wissen, gar nicht mehr in dem System der Fallpauschalen drin ist. Die Fallpauschalen sind ja sehr schädlich für also ökonomische Anreize, haben auch Vorteile, aber der Schaden überwiegt jetzt in vielen Bereichen leider. Und die Pflege haben wir rausgemacht. Das hat dazu geführt, dass die Löhne in der Krankenpflege gestiegen sind. Und in der Altenpflege, da haben wir also dafür gesorgt, dass es also ein Gesetz geben soll, was entweder also die Tariftreue zur also Bedingung dafür macht, dass also die Krankenkassen also voll abrechnen können mit den Pflegebetreibern, mit den Pflegeanbietern, oder aber dass es äquivalent ist, dass also ortsgebundene sagen wir Löhne gezahlt werden, ortseinheitliche Löhne. Das war etwas, was die Union wünschte. Das funktioniert jetzt nicht und daher kämpfen wir erneut dafür. Eigentlich wäre es fair zu sagen, wer aus der solidarischen Kasse bezahlt wird, von der Pflegekasse, der muss auch solidarische Tariflöhne bezahlen. Und wenn er das nicht tut, dann bekommt er auch nicht die volle Erstattung oder kann nicht anbieten. Das wäre die einfachste und beste Lösung. Und ich möchte ausdrücklich sagen, ich will keinen Wahlkampf machen. Die Gelegenheit kommt noch, aber das scheitert bisher, muss man ehrlich sagen, also an der CDU, weil die haben sich bisher immer dagegen gewehrt. Hubertus Heil hat hier ein Gesetz vorgelegt, das habe ich mitberaten, ich bin mit ihm im Austausch.
Und ich glaube, die Bevölkerung wollte das auch. Es ist ganz simpel. Wer nicht nach Tarif bereit ist zu bezahlen, weil die Löhne sind ja niedrig genug, das sind ja keine exorbitanten Löhne im Vergleich zu anderen Berufen, aber wer nicht bereit ist, nach Tarif zu bezahlen, der dürfte auch aus der solidarischen Pflegekasse dürfte keine Gelder bekommen, dürfte der die Mittel nicht abrechnen können. Also eigentlich können wir doch so langsam den Wahlkampf eröffnen. Wir sind noch 4,5 Monate vor der Wahl. Sie waren CDU-Mitglied, Sie waren Adenauer-Stipendiat, ja. Sie denken mittig. Wünschen Sie sich die Fortsetzung der Großen Koalition? Ich spekuliere nicht über Fortsetzungen von Koalitionen und dergleichen. Also ich vertraue darauf, dass wir einen guten Wahlkampf hinbekommen werden, dass wir auf der Strecke die Bürger also überzeugen können. Ich habe hohes Vertrauen in Olaf Scholz. Ich kenne ihn sehr gut. Ich kenne Olaf Scholz jetzt seit über 20 Jahren. Aber sind Sie nicht eigentlich der geborene Gesundheitsminister? Also ich sage es mal so, ich hätte das Amt in der Vergangenheit nicht abgelehnt und hätte mich auch wahrscheinlich nicht überfordert gefühlt. Aber geboren ist niemand zu diesem Amt. Das ist das Amt, was, in das man, wenn man es hat, reinwächst. Und also ich kommentiere nicht, wie gut das dem einen oder anderen gelungen aber ist. Aber was die Zukunft bringt, das werden wir spätestens am 26. September wissen. Und bis dahin alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch heute und einen flotten Wahlkampf wünsche ich Ihnen. Danke Ihnen.